Ein herzliches Willkommen hier Spa Francorchamps in Belgien, einer meiner absoluten Favoritenstrecken. Eine bombastische Strecke, die auf jeden Fall für immer eigentlich im Kalender bleiben muss. Dennoch steht es immer wieder auf der Kippe, aber wir sind heute in unserer F1 22 My Team Karriere Audi unterwegs und ich mal mir gute Chancen aus, denn diese Strecke könnte, oder unser Auto könnte diese Strecke gut liegen. 4.004 Meter, 19 Kurven, 2 DRS-Zonen und ja, eine sehr, sehr hohe Höhendifferenz gibt es hier auf jeden Fall. Man fährt den Berg hoch mit der Rouge, Mirabeau und so weiter und dann natürlich auch hinten wieder ein Double Gouge und ja, vielen anderen Kurven. Fährt man das Ganze dann wieder runter, los geht's in unsere Qualifying-Runde. Wir kommen hier sehr, sehr gut aus der ersten Kurve raus, aber nicht unbedingt den Channel kostenlos und dann geht es natürlich raus. Der Schwung aus der ersten Kurve ist verdammt wichtig, denn ab hier ist Full Speed bis Turn 5. Schaut auch gerne auf Instagram, aber vor allem auch gerne auf itz_tobi auf TikTok vorbei. Und hier kommen wir sehr clean rauf, Track Limits eingehalten und ja, ich mal mir natürlich, wie gesagt, hier gute Chancen. Also wir sind aktuell im 6. Platz und weg 7. Platz, aber unsere Stärken liegen natürlich in den Kurven und nicht eben auf den Straights, denn auf den Straights fehlt uns auch immer noch einiges an Pace. Aber wir können hier noch gut mitkommen. Wir sind 7. Platz, nicht 7. 7. Platz, das finde ich, ist persönlich noch immer noch eine sehr, sehr tolle Position. 2. Platz jetzt sogar, da bin ich richtig, richtig clean durchgekommen. Track Limits hier voll ausgenutzt, aber nicht überschritten, das finde ich auch cool. Hier Double Gouge, normales Berühren an den Körper links nicht, aber der hat uns hier nicht geschadet. Wir kommen als 4. hin raus, das ist eine Full Gas Kurve, also das erklärt sich natürlich für mich ein bisschen von allein, warum wir hier jetzt ein bisschen mit einem Defizit rauskommen. So, aber dennoch, 4. Platz, wie genial wäre dieser 4. Platz, denn das würde mich echt extrem freuen. Jetzt sind es fast 5/10, dennoch Rückstand auf Charles Leclerc, 5. Platz. Und jetzt geht es halt in den letzten Vollgasteil mit Blanchiment hier. Ist das halt alles Full Speed, das ist ja sehr, sehr schwierig. Aus Basta Post müssen wir noch fehlerfrei und gut kommen. Ich denke mal, dann wäre Top 10 auf jeden Fall drinnen. Vielleicht sogar etwas weiter vorne, aber hier ein bisschen den Scheitel verpasst und die Lenkung zu früh aufgemacht. Da kommen ihm die Strecke, hat uns zwar jetzt nichts an Zeit gebracht, aber leider eine Verwarnung. Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Norris, Verstappen, Carlos Sainz, der Professor, Russell, Perez, Ricardo und Fernando Alonso, Gasly, Bottas, Alexander Albon und Ocon, Tsunoda, Stroll, Guanyu Zhou und Mick Schumacher, Vettel, Theo Pourchaire, Latifi und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Es steht schon wieder ein Rennen an. Stefan Römer ist bei mir. Stefan, unsere Fahrer haben wahrscheinlich einen sehr harten Tag vor sich. Auf so, lala, und wir konnten uns gut qualifizieren. Los geht's hier vom 6. Platz aus. Den, glaube ich, haben wir auch eher insgesamt das ganze Qualifying lang angestrebt. Los geht's, Lights out. Wir kommen schlechter weg als Sainz, besser aber als die Konkurrenz. Da muss ich direkt mal abdecken gegen den Mercedes. Aber jetzt wird's ziemlich knapp hier. Ja, ich meine, wo soll ich denn hin? Der Mercedes hält drauf. Es tut mir einfach leid, ich wollte die Berührung hier auch nicht. Aber nur so kommt man zu was. Wenn man immer zurücksteckt, ist es natürlich jetzt eher so suboptimal. Nebeneinander mit Lando Norris hier Rouge rauf. Mit dem besseren Ende für uns. Das ist der 3. Platz. Und das wäre natürlich bombastisch, wenn wir den irgendwie verteidigen könnten oder eventuell sogar nach vorne kommen würden. Hamilton zieht zwar vorne ein bisschen das Tempo an, aber wir können da ja gut mitgehen. Also wir sind noch immer noch 1,2 Sekunden nur von Leclerc weg und das, obwohl wir die lange Geraden auch schon hinter uns haben und ein Startgetummel, was ja eher so nicht so gut war. Und Hamilton fällt mir ein bisschen auf, bremst hier ein bisschen ein. Leclerc könnte schneller. Der klebt auch richtig dran. Das Problem ist halt natürlich, wie soll der vorbei? Ich meine, da kannst du auch nirgends überholen, außer Rouge und ohne DS wird das sowieso extrem schwierig, auf dieser Strecke generell Überholmanöver zu machen. Apropos DS, wir sind fast, wir sind Ende erster Runde, aber wir sind fast im DS-Fenster zu Charles Leclerc. Verstappen ist easy bei uns drin. Also wir müssen auf jeden Fall
Allein schon um den dritten Platz zu verteidigen, müssen wir gucken, dass wir unbedingt in Leclercs DS-Fenster kommen, denn es wird sonst unfassbar schwierig, diesen dritten Platz zu halten. Wir kommen raus mit Lila im zweiten Sektor, eben weil Hamilton da vorne richtig, ja, noch zu kämpfen hat. Anscheinend noch nicht ganz im Renntrim drin, wir sind fast im DS-Fenster. Das ist wirklich, wir sind da hautnah, sind wir da wirklich knapp. Ich bin in den Kurven ticken schneller, die KI oder beziehungsweise halt die Leute vor und hinter mir eher auf den Straights. Also das ist dann wirklich schwierig. Wir sind hier richtig gut durchgekommen durch Bustop. Diesmal auch die Track Limits eingehalten. Und da sind es nur 6 Zehntel. Zweimal lila. Wären wir als erste über die Ziellinie gekommen, hätte ich da auch die schnellste Rennung irgendwie geholt. Aber jetzt geht's mal hier aus La Source raus. Wunderschön im Windschatten können wir hoffentlich uns da dran halten. Also das wäre schon ziemlich gut, wenn wir in Leclercs Windschatten bleiben. So, rauf geht's hier den Berg. Richtig, richtig genial. Und ich sehe förmlich, wie wir uns da dran saugen. Weil Leclerc ist es leider ein bisschen zu weit weg zu Hamilton. Und wir können diesen wunderbaren Windschatten ausnutzen, um uns hier den zweiten Platz zu holen. Ich muss sagen, das war eines meiner cleansten und schönsten Überholmanöver in der kompletten Karriere. Und ich denke mal, mit dieser Pace könnten wir heute sogar um den Rennsieg fahren. Es wäre ein Traum. Es wäre ein Traum. Und es wäre wirklich sehr, sehr genial. Aber hier in Belgien ist für mich wie für manche Fahrer irgendwie Saudi-Arabien oder auch Aserbaidschan oder so. Hier passieren für mich Wunder, die man ja irgendwie auch nicht erklären kann. Also ich bin ein Riesenfan dieser Strecke und die muss drin bleiben. Sie muss bitte drin bleiben. Stefano Domenicali, mach bitte alles. Ich brauche kein Afrika, ich brauche kein Vietnam, ich brauche nur Belgien, eine tolle Strecke, die wirklich Geschichte hat und nicht so eine neu aufgerotzte Strecke. Hier haben wir nochmal den Start und da sehen wir auch, wir kommen nicht gut vom Fleck weg. Also wir kommen zwar ordentlich weg, musste aber hier direkt gegen Georgic ankämpfen, der dann neben uns geht. Beim Scheitel war ich vorne und ja, drei sind dann wirklich einer zu viel. Norrie kann natürlich nicht ahnen, dass da zwei innen kommen, aber ja, das ist natürlich so ein bisschen das Problem an so einer Kurve, die eng zusammengeht. Aber ich würde mal sagen, wir konnten uns da noch gut schlagen. Und jetzt sehen wir dann diese wunderbare Arbeit, die ich hier gemacht habe, indem ich mich eine Runde da wirklich richtig zusammengerissen habe, drauf gerobbt habe, dran gerobbt habe und die Strecke erlaubt es halt auch, weil sie ewig lang ist, dass man hier richtig, richtig schön sich dran arbeiten kann. Und wir sind halt einfach viel, viel besser als Turn 1 rausgekommen. Hatten natürlich das Glück, im Windschatten dran zu sein und konnten da natürlich vorbeikommen. Und jetzt sind wir auch im DS-Fenster von Hamilton. Windschatten geht auf. Windschatten, ach du Kacke. Was ist unser Auto? Ein aerodynamisches Traumauto. Ähnlich wie der RB19 von 2023. Der Red Bull ist ja auch im DS-Modus ein Wahnsinn. Aber unserer ist schon allein im Windschatten-Modus ein Monster. Also wir übernehmen die Führung ohne irgendwelche Probleme. Mich wundert es gerade echt selbst, wo wir die Pace hernehmen. Im Qualifying ging gar nichts. Und hier im Rennen durch diese ganzen schönen Windschatten, können wir richtig gut mitkommen. Also das freut mich extrem. Wir können hier wirklich um den Sieg mitfahren, Leute. Was für ein geniales Rennen. Ich bin jetzt schon hyped auf jeden Fall. Wir haben 3 von 11 Runden. Leider nur 11 Runden. Ich freue mich aufs neue Formel 1, wo es dann 35% Rennen geben wird. Die werden wir auch auf jeden Fall hier in der Karriere austesten. Los geht's hier in die letzte Kurve rein und Runde 3, ich merke schon langsam, die Reifen werden höher. Wir kommen noch nicht von Hamilton weg und da ziehe ich die Notbremse ab in die Box rein. Wir werden versuchen, einen Overcut sozusagen. Es ist kein Overcut, also wir probieren halt einfach, ja, unseren ersten Platz zu retten, indem ich halt hier die Initiative ergreife und direkt in die Box fahre. Sonst überholt er mich da und wir fighten und dann kommen immer mehr dran. Das ist halt einfach nicht das, was ich will. Deswegen, ja, gehen wir hier wieder vom letzten Platz raus. Immerhin natürlich mit den frischesten Reifen. Das heißt, nirgendwo hängen bleiben. Wir kommen nämlich direkt hinter dem letzten Platz raus. Also hinter dem 21. Und ja, ist halt ziemlich mühsam, muss ich sagen. Wenn wir da uns jetzt wieder durchs halbe Feld pflügen müssen. Ich hoffe natürlich, dass die nächsten ein, zwei Runden auch reinkommen. Dass wir jetzt da wirklich nicht zu viel Zeit in den Fights verlieren. Sonst ist unser erster Platz wirklich in Gefahr. Das ist ja so und so, also sagen, aber ja, hier sind wir jetzt dran, Ende vierter Runde, die ersten biegen in die Box ab, wir konnten hier Sebastian Vettel in der Bus-Stop-Schikane überholen
Und auch Theo sollte uns hier keine großen Probleme machen. Wir gehen da noch... da traue ich mich nicht reingehen. Oder doch? Okay. Ich war sehr spät an der Bremse und habe auch gemerkt, dass er da schon ein paar Grip-Probleme hat. Da gingen wir einfach in ein Easy-Going durch. Jetzt bekommt er natürlich... Ich habe auch zuerst überlegt, hinten zu bleiben, um eben dieses... Ja... Mega DRS abzugreifen. Hat nicht ganz gereicht. Wir haben es aber auch ohne DRS geschafft. Hier mit Latifi in der engen Schikane gab es eine Berührung. Aber das war, ja, ich würde mal sagen, er hat sich schon vorher verbremst. Ich muss mich da ein bisschen rausreden. Er hat sich vorher schon einen Ticken verbremst. Und deswegen, ja, würde ich mal sagen, ist das, knapp gewesen. Und jetzt sind wir hier an Kevin Magnussen dran. Und das ist halt genau das, was ich nicht wollte. Dass wir uns hier durch das komplette Fahrerfeld arbeiten müssen. Wir machen hier den Schwunghaken. Wenn wir ein bisschen weiter rausgehen, da kannst du mir Schwung und Start und Ziel mitnehmen. Und das reicht auch hier. Ich denke mal, wir können in La Source rein, ja, ein Manöver wagen. Kevin Magnussen ist jetzt ein Ticken schlechter wie wir von der Autoleistung her. Deswegen, ja, es ist ziemlich gut. Wir sehen auch vorne, ist die Spitze an der Box. Norris hinter uns rausgekommen. Der war aber auch leider weit hinter uns. Und jetzt haben wir da vorne noch einen Red Bull, den wir unbedingt besiegen müssen oder hinter uns halten müssen. Aber ich denke mal, das sind keine 18 Sekunden. Da ist er nur 3 Kurven vorne. Das sind vielleicht 10 Sekunden. Wir konnten, glaube ich, unseren Vorsprung ein bisschen ausbauen sogar. Das muss man halt mal beachten oder müssen wir mal gucken, wie das Ganze aussieht, wenn dann die restlichen Leute auch alle in der Box drin waren. Sonst wird es halt einfach zu unübersichtlich. Norris ist auf jeden Fall ein großer Profiteur, denn er ist auf einmal Zweiter, wenn alle in die Box fahren, denke ich mal. Das könnte zweiter Platz werden. Und ja, natürlich, wir haben da auf jeden Fall Zeit gut gemacht mit dem inoffiziellen Undercut. Underover, egal, es ist ja Audi Cut. falls ihr wisst, was ich meine. Wir fahren einfach früher rein, überholen alle und sind dann einen Ticken weiter vorne. Es ist der Audi Cut seit neuestem. Kein Over, kein Under, wir machen den Audi Cut. So, da. Und jetzt sind wir auch hier in Schlagdistanz zu Yuki Tsunoda. Ich hoffe natürlich, dass der jetzt nicht allzu langsam macht, sonst könnten wir uns das DRS noch für Start und Ziel gönnen. Aber der ist wieder so langsam, das ist, ja, ist natürlich klar, der hat abgelutschte Reifen, auch wenn es gelbe sind, sind die 6 Runden halt. Im Bastop halten wir drauf, mal gucken, wo die DRS-Linie ist. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Muss aber schnell tun, weil ich genau weiß, dass der jetzt safe auch irgendwann in die Box abbiegen wird. DRS hat gereicht. Das Problem ist halt natürlich für die Rouge. Rauf werden wir es nicht bekommen. Jacob Perez schafft es nicht. Wir sind da vorbei. Easy. Und jetzt ist eigentlich nur noch Esteban Ocon da, der gar nicht hier hingehört. Also das heißt, wir haben ihn, ja, auf jeden Fall in dieser, wie sagt man? Auf weite Sicht haben wir richtig, richtig Zeit gut gemacht. Auf unseren nächsten Verfolger, jetzt ist Lando Norris hier. Und da haben wir nochmal dieses wunderbare Überholmanöver. Eines meiner besten. Wir saugen uns hier dran. Eau Rouge rauf. Mirabeau. Zack. Wunderschön. Speed mitgenommen. Schwung mitgenommen. Im Windschatten täuschen wir gar nicht an. Wir gehen einfach nah dran. Rechts zupfen wir raus. Und dann können wir einfach hier easy going nebeneinander und dann auch durch das spätere Bremsen können und natürlich auch durch das, ja, durch die viel bessere Seite weniger Weg zum Scheitel und können da easy going vorbei. Einfach nur traumhaft. I love it. Solche Manöver gehen halt auch nur, wenn du ein bisschen einen Vorteil hast im Gegensatz zu anderen Autos. Hier haben wir nochmal die Replay zu den Manöver gegen Sebastian Vettel, das ich hier euch vorhin nicht gezeigt habe. Das war auch eng, Rad an Rad hier durch die Blanchiment, Doppelkurve durch und Turn Nummer 5 oder Runde Nummer 5. Hier haben wir nochmal diese Berührung mit Latifi. Ich habe mich hier ein bisschen, das ist eine leichte Berührung, die vermutlich jetzt auch nicht viel an dem Ausgang geändert hätte. Aber dennoch hat sie vermutlich ein bisschen dazu beigetragen, dass wir gerade in dieser Kurve ruhen konnten, was mich natürlich ein bisschen stört. Sola, hier gegen Yuki, das war easy, wer später bremst, gewinnt und sein Reifen war sowieso ein bisschen älter. Und er ist trotzdem weitergefahren, wir konnten aber auch das DS mitnehmen, was natürlich umso wichtiger ist. Wir sind jetzt mit 4 Sekunden Vorsprung zu Lando Norris, immer noch Erster in der 10. von 11 Runden, haben sogar die schnellste Rennrunde, der große Loser des Rennens, eindeutig Lewis Hamilton und Max Verstappen. Na, Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die waren Erster und Zweiter und jetzt sind sie einfach Dritter und sogar Leclerc nicht mal am Podium mit 5. Platz.
Das ist traurig. Das ist traurig. Gut für uns natürlich, aber echt schade für Leclerc, der da auf jeden Fall eine bessere Position verdient gehabt hätte. I'm sorry, ich muss das echt zugeben. Das tut mir echt leid für ihn, dass der da so reingeschissen hat, bekommen hat. Aber wir sind gut hier. Richtig, richtig gut. Auf Strecken, die ich kann und liebe. Ja, ist nochmal so eine extra Power. Ich würde mal sagen, vergleichbar wie Hamilton in Silverstone oder auch Max in Zandvoort. Das sind halt Strecken, da bist du motiviert und da gibst du 110%, falls ihr wisst, was ich meine. Wir sind in der Final Lap angekommen, sind immer noch knappe 4 Sekunden vor Lando Norris, der hier auch nichts entgegenzusetzen hat. Es wird noch interessant, denn 8 Zehntel hat Hamilton nur noch Rückstand auf eben diesen Lando Norris. Es wird seine einzige Möglichkeit hier werden, vermutlich Eau Rouge drauf. Diese lange Geraden hier sind, jetzt fast eine knappe Sekunde, 5 Zehntel, und er hat es nicht geschafft. Er hat abreißen lassen, fast wieder auf eine Sekunde, und wir gewinnen den großen Preis von Belgien in unserer F1 22 Audi Karriere. Was für ein phänomenaler Sieg. Yes, Mann, Leute, wir haben es geschafft. Ich habe es mir so gewünscht. Diese Strecke ist toll. Fahrer des Tages nehme ich gerne mit. Ich werbe dafür, dass man diesen Fahrer des Tages Titel ein bisschen ausbauen würde. Es gibt ja auch so ein bisschen den Fan-Boost in der Formel E. Und wie wäre es denn, wenn wir in der Formel 1 auch so einen Driver-Boost hätten? Jeder darf nur von einem Netzwerk aus einmal abstimmen, sonst wäre das natürlich unfair für Leute, die eine größere Reichweite auf Social Media haben. Und man darf dann auch nur für eine gewisse Fahreranzahl abstimmen für den Fanboost. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kenne zwar das Fanboost-Prinzip bei der Formel E nicht richtig, aber es wäre natürlich ein Traum, wenn du zum Beispiel jetzt 4 Fahrer, ähnliche Boliden, nicht Teamkollegen, ich sage jetzt mal Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly und Daniel Ricciardo fährt er nicht. Also wenn du zum Beispiel jetzt Pierre Gasly, Esteban Ocon, Kevin Magnussen und eben diesen Valtteri Bottas hättest, und die dürftest du abstimmen, und wer da die meisten Abstimmungen bekommt, halt jeder User darf nur einmal abstimmen, und ähnlich wie Drive of the Day, nur ist es der Fan-Boost oder der Fan-Push oder so, und man kann dann dadurch einen extra Punkt gewinnen. Wäre natürlich cool für die hinteren Teams, sich da ein bisschen durch Sympathie, weil die haben ja auch sehr sympathische Fahrer, sich dazu zu beweisen. Also ihr wisst, was ich meine. 2,8 Sekunden war es zum Schluss dann nur noch auf Lando Norris. Dennoch konnten wir das Ganze gewinnen. Hier Theo Pourchaire, 20. Platz, ist natürlich schade. Er hat da keinen Platz nach vorne gut gemacht. Wir konnten alles besser machen als George Russell, Leute. Und ziehen fast gleich in der Rivalität. Das freut mich natürlich. Das ist echt genial. Und auch hier, Theo, du musst ein bisschen anziehen. Ich weiß, er ist ein Rookie. Und wir haben ihn noch erst ab der Hälfte der Season geholt, aber ja, ein Punkt wäre schon cool, wenn du schaffen würdest diese Season noch. Es gibt 381.000 nochmal obendrauf, und mal gucken, für was wir dieses Geld noch ausgeben können. Aktivitäten sind nicht viele da, denn in 2 Rennen ist schon wieder das nächste Rennen. Schaut gerne auf iTunes-Gaming auf TikTok vorbei, auch unbedingt gerne auf iTunes-Gaming auf Instagram, und Links über alle unten in der Bio. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank für euren Support. Abonniert unbedingt gern kostenlos. Falls euch die Videos gefallen, lasst gerne einen Daumen da. Morgen in Zandvoort oder übermorgen dann. Bis dahin, danke fürs Zugucken.